Herzlich willkommen. Die Freude des Herrn sei eure Stärke heute. Wir wollen eine Frage klären, die ich so oft jetzt in den letzten Wochen und Monaten gehört habe, nämlich, was kommt auf uns zu? Sag mal was über die Zeit, in der wir gerade sind. Wie können wir uns als Christen richtig positionieren? Wie können wir die Zeichen der Zeit richtig deuten? Und das will ich sehr gerne heute Morgen mit euch zusammen machen. In meiner Zeit, bevor ich verheiratet war, immer wenn wir zu irgendeiner Feier gehen sollten, habe ich bei meiner damaligen Freundin oder Verlobten angerufen und gesagt, Schatz, bist du soweit? Bist du fertig? Können wir los? Ich komme und ich hole dich ab. Und meine Hoffnung war, dass sie dann tatsächlich fertig war, was nicht so oft funktioniert hat, aber immerhin. Und ich glaube, das ist so die Frage, die wir uns auch stellen müssen. Sind wir bereit, tatsächlich, wenn Jesus wiederkommt? Denn auf dem Kalender Gottes, da ist das nächste richtig große Highlight. Die Wiederkunft von Jesus. Und dieses Versprechen, ich komme wieder, das glaube ich, haben schon ganz viele Leute gesagt. Nicht alle haben es eingehalten. Es gibt eine Geschichte von diesem Polarforscher Shackleton. Er ist am 27. Oktober 1915 ist er im Packeis stecken geblieben mit der Endurance, das war das Schiff. Und er musste mit der Mannschaft runter. Man konnte sich nach Elephant Island irgendwie retten. Aber allen war klar, ohne ein Boot, das uns hier alle abholt, werden wir wahrscheinlich sterben. Entweder verhungern oder durch die Kälte. Und so nahm Shackleton es sich auf sich mit drei Leuten zusammen und einem ganz kleinen Beiboot. Sie wollten irgendwie Hilfe suchen und sie sagten ihren Leuten, hey, wir kommen wieder, wir holen euch ab, macht euch keine Sorgen. Und ehrlicherweise hat niemand damit gerechnet, sondern man dachte, die werden wahrscheinlich untergehen und wir werden hier sterben. Aber am 30. August 1916 konnten alle 22 verbleibenden Expeditionsteilnehmer gerettet werden. Shackleton hielt sein Versprechen. Und das hat mich berührt, ja, wie dieser Mann wirklich mit Hingabe gekämpft hat, um seine Leute zu befreien. Eine ähnliche Story gibt es von General MacArthur. Der war zuständig für die Pazifikflotte und er musste 1942 von den Philippinen fliehen. Aber er sagte seinen Leuten, ich komme wieder. Und tatsächlich, zwei Jahre später kehrte er mit einer Armada von 220 Kriegsschiffen zurück und die japanische Flotte wurde entscheidend geschlagen. Ich komme wieder. Und Jesus hat seinen Leuten und den Nachfolgern erklärt in Johannes 3, in Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so sagt Jesus, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wow, was für eine großartige Verheißung. Jesus sagt, ich komme wieder. Und dann bereite ich das Beste, was geht, für euch. Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Und im Katechismus, im Glaubensbekenntnis, in diesem Glaubens, in dieser kleinen Glaubensschrift steht, Jesus kommt wieder und wir sagen das im Glaubensbekenntnis, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und im Abendmahl, ehrlicherweise, verkündigen wir diese Wiederkunft Jesu auch jedes Mal, indem wir nämlich sagen in diesem Text aus 1. Korinther 11, wir verkündigen den Tod des Herrn Jesus, bis er wiederkommt. So, das ist mal ein Glaubensstatement, das wir seit Jahrhunderten als Christen miteinander teilen. Die Frage ist, was genau kommt da auf uns zu und können wir uns irgendwie auf diese Wiederkunft Jesu vorbereiten. Die Bibel gibt uns da einen richtig guten Kompass. Jesus selber ist auf diese Frage eingestiegen, weil seine Jünger haben das auch wissen wollen und haben gesagt, Herr, wann geht's los und was sind die Zeichen, woran macht man das denn fest?
Und Jesus hat ein ganzes Kapitel dafür gewidmet in Matthäus 24. Und wir lesen es mal ab dem Vers 4. Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Sag uns, wann wird das sein? Und was werden die Zeichen deiner Ankunft sein? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Was werden die Zeichen sein? Das griechische Wort für Zeichen ist Semaion. Und das bedeutete ursprünglich so ein Stein, der auf dem Weg war und anzeigte, wie viele Kilometer es noch beispielsweise nach Rom sind. So ein Zeichen sollte ein Anzeiger sein, wie dicht ist man schon beim Ziel. Und Jesus will seinen Jüngern das geben und sagen: Hey, das sind die Zeichen, die euch sagen, soweit ist noch bis zum Ziel. Was sind die Zeichen deiner Ankunft? Jesus sagt: Hey Leute, ihr werdet sehen, dass Religionen aufblühen und es werden Leute in meinem Namen auftreten und sich als Christus, als Retter, als Messias ausgeben. Man hat gesagt, dass das 21. Jahrhundert wahrscheinlich religionslos sein wird. So waren die Prognosen. Das genaue Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wir haben eine unglaubliche Popularität von allem, was irgendwie religiös und übernatürlich ist. Angefangen bei New Age und Esoterik und Sekten und Okkultismus, ein völlig aufflammender Islamismus. Und wir spüren dieses wissenschaftliche Denken von wegen Logik und dann klare Ursache, klare Wirkung, klares Ergebnis. Das schwindet mehr und mehr und es macht sich wirklich eine Sehnsucht breit nach Übernatürlichem, nach Esoterischem, nach so einem Mischmasch, der am Ende jede Erfahrung und jede Meinung irgendwie richtig oder auch nicht richtig findet. Wir merken, da gibt es eine unglaubliche Suche. Und Jesus sagt: Pass auf, dass euch niemand verführt. Das griechische Wort hier heißt planao. Und bedeutet vom richtigen Weg abbringen. Das heißt, von Gottes Weisheit wird es mehr und mehr auf Menschenweisheit verlagert. Von Wahrheit zu Relativismus. So nach dem Motto: Wenn du das so denkst, dann darfst du das natürlich machen und dann ist das hoffentlich für dich auch irgendwie richtig. Es geht letztlich nicht mehr darum, was sagt Gott, sondern was ist so der allgemeine Mainstream unserer Gesellschaft. Und wir merken, diese Verführung ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern sie kommt auch in die Gemeinde. Paulus schreibt an Timotheus im 4. Kapitel: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Apostasia steht da im Griechischen, das heißt gegen die Wahrheit rebellieren werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also tatsächlich, dieser Abfall, von dem hier die Rede ist, meint ein Wegdriften vom Zentrum. Also Christus und das Wort Gottes sind nicht mehr das Zentrum, sondern es wird mehr und mehr zerfranst in irgendwelche Theorien, in irgendwelche Lehren, in Philosophien, in Menschenmeinungen. Am Ende beschreibt hier die Bibel das sogar als teuflische Lehre, sprich das Gegenteil von dem, was eigentlich das Wort Gottes tatsächlich sagt. Und wenn wir ein bisschen in die kirchlich-christliche Landschaft hören, dann merken wir, wie viel Verwässerung von Wort Gottes da ist, wie Statements und klare göttliche Wahrheiten, die über Jahrhunderte eindeutig waren, plötzlich auseinandergelegt werden. Und Sünden als biblisch haltbar deklariert werden. Und wir spüren, wir stehen in dieser Phase schon drin. In Vers 6 und 7 sagt Jesus, dass wir eine Zunahme von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werden. Und tatsächlich hat man gehofft, dass nach dem Zweiten Weltkrieg spätestens die Völker begriffen haben, dass es überhaupt keinen Sinn macht, gegeneinander zu arbeiten. Man hat die
UNO etablieren wollen. Man wollte miteinander Frieden, aber es hat nicht lange gedauert. Und heute erleben wir Bürgerkriege überall, Befreiungskriege, Unabhängigkeitskriege. Wir erleben ganz, ganz arg religiöse Kriege. Wir erinnern uns alle an den 11. September. Wir merken, dass da unterschwellig überall irgendwelche aufflammenden Brennpunkte in dieser Welt sind. Und die Kriege nehmen tatsächlich mehr und mehr zu. Und die atomare Bedrohung auch. Dann heißt es hier in Vers 7b und 8, dass Naturkatastrophen massiv zunehmen. Und tatsächlich, der Prophet Jesaja hat das schon so clever ausgedrückt im 24. Kapitel. Da sagt er, es vertrocknet, es welkt das Land, es schmachtet, es welkt der Erdkreis. Und tatsächlich Dürrekatastrophen kommen, globale Erwärmung, Ozonloch, ungebremste UV-Einstrahlung, CO2-Ausstoß. Wir merken, all diese Dinge sind schon längst unterwegs. Und all die Not und Angst, die man hatte mit Überbevölkerung, mit Nahrungsmittelmangel, mit wie bringen wir die Leute an Arbeit, wie geben wir den Leuten eine sinnvolle Aufgabe, Umweltzerstörung, drohende Klimakatastrophe, Rohstoffknappheit, all das sind die Probleme, mit denen wir uns heute global beschäftigen. Jemand hat gesagt, der gemeinsame Feind der Menschheit ist am Ende der Mensch. Wir hören nahezu 3, 4, 5 Mal im Jahr von irgendwelchen Überschwemmungen, irgendwelchen Flutkatastrophen, Tsunamis, Wirbelstürmen, Luftverschmutzung, Pestizide, die man sogar in den Tieren in der Antarktis findet. Wir haben Seuchen ohne Ende und wir sind gerade in dieser Pandemie. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte reingucken, das gab es schon immer und ehrlicherweise wird das noch zunehmen. Und das sind die Zeiten, von denen Jesus schon geredet hat. Christenverfolgung, Vers 9 und 10 wird ausdrücklich erwähnt, dass auch das zunehmen wird, nahezu. Jesus beschreibt das immer wie Wehen, das heißt, es wird immer stärker, je näher es an die Geburt geht. Und haben wir statistisch 2006 von 50.000 Opfern bei der Christenverfolgung geredet, liegen wir jetzt schon bei über 200.000. Und tatsächlich werden Religionen wie der Islam immer brutaler, immer übergriffiger. Und wir entdecken, dass wir als Christen selbst in unserem eigenen Land herausgefordert sind, unseren Glauben wirklich standhaft zu leben, weil das gar nicht mehr so allgemeine Überzeugung ist. Christen werden in allen möglichen Medien als merkwürdig dargestellt, als völlig überaltert mit ihren Meinungen. Das Christentum als solches ist nicht mehr die tragende Akzeptanz in unserem Land. Das erleben wir. Kirchen machen mehr und mehr zu, verlieren unglaublich an Mitgliedern. Diese Tendenz ist wirklich sichtbar. Vers 12 wird über diesen Verfall der Werte geredet. Die Liebe erkaltet, zunehmende Verrohung und Gewalttat, Kriminalität, Zerstörung von Familien. Wenn wir überlegen, mit was für einer Selbstverständlichkeit wir Kinder im Mutterleib abtöten, wenn wir sehen, wie Kinderschänder fast straffrei rausgehen, Vergewaltigung irgendwie mehr oder weniger ein nettes Kavaliersdelikt ist, wir Gesetze machen, um irgendwie das Sterben alter Leute beschleunigen zu können, Korruptionsskandale, wir merken, wie diese Egoismusschiene mehr und mehr Überhand nimmt. Wir stehen davor und wundern uns, wie plötzlich eine Genderpolitik gemacht wird, die jeglichem biblischen Menschenbild widerspricht. Und wir uns fragen, hey, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? Es nimmt massiv zu. Und tatsächlich, eine Tendenz macht sich für uns fühlbar, sichtbar. Die Bibel redet von einer Person, die als Weltherrscher am Ende der Zeit auftreten wird. Sie nennt ihn den Antichristen. Und in 1. Johannes 2, Vers 18 lesen wir, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der Antichrist.
Das ist die Person, die am Ende den scheinbaren Weltfrieden bringt, um dann sich bewusst gegen Israel und Gott zu stellen und diesen Endkrieg gegen Gott zu führen. Der US-Zukunftsforscher Dennis Meadows, der weltbekannt wurde für seine gesellschaftliche Prognose und Entwicklung, sagte 1972 die Grenzen des Wachstums voraus, und der Mann hatte recht. 2020 schrieb er, wir dachten, dass die Demokratie der Endpunkt menschlicher Entwicklung sei. Stattdessen spüren wir die ersten Erschütterungen eines Erdbebens. Die heutige Demokratie ist so instabil und kurzfristig denkend, dass sie lange nicht mehr praktikabel sein wird, weil unsere Probleme viel langfristiger werden. Die finanzielle Krise und der Klimawandel drängen die nationalen Regierungen auf globale Lösungen. Wir befinden uns in einem schweren, degenerativen und vor allem schleichenden Prozess der Demokratie hin zu einer neuen Staatsform. Es wird jemanden geben müssen, der längerfristig installiert wird, ja fast institutionalisiert wird, um die langfristigen Probleme der Welt lösen zu können. Doch wer wird das sein? Wow! Und ich las es und dachte, der Mann sagt tatsächlich voraus, was kommen wird. Und die Bibel redet davon, das wird die Richtung. Eine neue Welt mit einer neuen Struktur, mit einem neuen Herrscher, in eine neue Richtung. Jesus sagt in Vers 14, und wenn ihr das alles seht, was kommt, dann wird die frohe Botschaft vom Reich Gottes in der ganzen Welt verkündigt werden. Und wenn das geschehen ist, zum Zeugnis für alle Nationen, dann wird das Ende kommen. Im Jahre 1500 wurde die Bibel in 14 Sprachen gedruckt. Im Jahre 1800 waren es 71 Sprachen. 1965 waren es 1250 Sprachen. Seit Anfang 2004 sind es 2355 Sprachen und Dialekte. Es gibt kaum noch ein Land, das nicht das Wort Gottes in irgendeiner Form in Empfang genommen hat. Wycliffe, diese Bibelübersetzer, sagen, dass man davon ausgeht, dass es noch maximal 300 Völker gibt, die noch nicht die Bibel in ihrer Sprache haben. Also auf Deutsch, dieser Prozess, dass alle das Evangelium hören, nimmt mit Riesenschritten zu und durch die Medien, durch Internet noch schneller. Ihr Lieben, diese Zeit ist bald erfüllt, dass das Evangelium allen gepredigt wurde. Und Jesus sagt, dann kommt das Ende. Wer in Matthäus 24 weiterliest, der wird noch einen weiteren Baustein finden, der uns zeigt, wo wir gerade stehen. Nämlich, die Bibel redet davon in Vers 32 bis 34 über dass Israel wieder blühen wird, dass der Feigenbaum wieder kommt. Und tatsächlich bis 1948 konnte sich niemand vorstellen, dass ein Volk, das über 1800 Jahre lang völlig in der Versenkung verschwunden war, tatsächlich zum Leben kommen würde. Aber der Moment kam. Israel wurde wieder ein Staat. Wow! Und sie kamen zurück und sie erlebten, wie aus allen Ländern die Juden wieder nach Hause geholt wurden, so wie das im Hesekiel 20 steht. Dort heißt es, und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln. Einzigartig. Ein Volk kommt nach Hause, hat ihre Identität behalten, hat ihre Sprache behalten, kommt ins historische Land, ins Original. Wow! Und verrückt, mit diesen ersten jüdischen Siedlern, die nach Israel nach Hause kamen, so um 1900, begann was Interessantes, nämlich die Wüste fing an zu blühen. Der Regen kam zurück. Israel ist heute bekannt dafür, dass sie unglaublich viele Früchte produzieren. Wer hätte das jemals gedacht? Aber Israel ist auch bekannt dafür, dass Jerusalem und die ganze Problematik mittlerweile weltweite Herausforderung darstellt. Und auch das haben die Propheten damals schon vorausgesagt. Der Prophet Jesaja im 12. Kapitel sagt,
Und es wird geschehen an dem Tag, den ich mache, spricht der Herr. Da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Und alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Wow, hier wird schon eine Problematik aufgezeigt, die noch in der Zukunft sich verstärken wird. Israel ist wieder da, Gott beginnt seine Heilsgeschichte zu vollenden und die Frage ist, was sollen wir tun? Es heißt in Vers 33, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass die Wiederkunft Jesu kurz vor der Tür steht. Und dann wird die Entrückung, so heißt dieser Moment, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, wird jetzt beschrieben, Vers 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also dieser spezielle Moment, wenn es in einem Augenblick passiert, dass Gott seine Gemeinde holt, den Termin weiß tatsächlich nur Gott, der Vater. Aber wir sollen an den Zeichen erkennen, wie dicht wir dran sind. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie in jenen Tagen vor der Flut es war, sie aßen, tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und sie wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird abgeholt, der andere wird gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen, eine wird angenommen, die andere gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Wow. Die Bibel rät uns, Leute, seid wachsam, beobachtet die Zeit und dann seid bereit, dass der Herr euch in jeder Sekunde abrufen kann. In Vers 21 zurückgehend steht, denn dann wird große Bedrängnis, Trübsal sein, wie von Anfang der Erde bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie wieder sein wird. Also es kommt dann eine ganz große Trübsal. Die Bibel redet von den sogenannten letzten 7 Jahren, wo der Antichrist tatsächlich dann die Herrschaft übernimmt und es das Böse freigelassen sein wird, der Leibhaftige sich durchsetzen wird und Gott wird hineinsprechen und seine Macht immer wieder einschränken und den Menschen, die dann noch da sind, klar machen, ey, der Teufel ist nicht der Herr, der Antichrist, sein Handlanger ist nicht der Chef. Menschen werden immer wieder zur Buße gerufen. Aber letztlich wird es dann dazu kommen, dass Jesus in einem Endkampf den Teufel, den Antichristen, dieses gesamte Land, dieses gesamte Reich zerstören wird und seine Herrschaft, seine Friedensherrschaft aufrichten wird. Diese 7 Jahre Trübsal, von denen redet die Bibel als unglaubliche Bedrängnis. Und die Frage, die sich das Volk Gottes immer gestellt hat, müssen wir durch diese Drangsal, müssen wir durch diese Trübsal durch? Und die Bibel ist da ziemlich deutlich und sehr hilfreich. In Offenbarung 3, Vers 10 heißt es, weil du mein Wort standhaft gehalten hast. Also Hypermone steht da im Griechischen, also unter dieser Last geblieben bist. Weil du mein Wort stand, also in meinem Wort standhaft geblieben bist, weil du es bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Hier steht im Griechischen extra Eck, vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die auf die Probe zu stellen, die dann auf der Erde wohnen. Diese Stunde der Versuchung, die große Drangsal. Der Herr sagt extra, ich will euch davor rausholen. Und das ist völlig im Kontext der Bibel verankert. Immer wenn irgendwelche großen Gerichte kamen über die Sünde der Welt, hat Gott sein Volk bewahrt. Wir sehen das, als die Sintflut angekündigt wird, sagt Gott Noah Bescheid, dass er eine Arche bauen soll und gerettet wird. Henoch, ein Mann, der mit Gott ging, wird vor der Sintflut schon entrückt. Lot und seine Familie, die in Sodom und Gomorra wohnen,
Städten, die unter dem Gericht Gottes standen, werden extra von den Engeln vorher rausgeführt. Als Gott die Plagen über Ägypten bringt, hat er extra einen Ort, wo seine Leute sind, nämlich in Gosen. Und wann immer ein Gericht über Ägypten ging, in Gosen war es nicht. Was für ein wunderbares Bild. Und wir sehen auch, als der Engel des Todes kommt, um die Erstgeburten hinwegzuraffen, sagt Gott seinem Volk extra Bescheid, nehmt das Lamm, nehmt das Blut des Lammes und sie sind vor dem Gericht verschont. Es beeindruckt mich immer wieder, darüber nachzudenken. In Hesekiel 9, die Verse 4 und 6 wird gesagt, dass Gott seine Leute versiegelt, dass das, was an Gericht über die Erde kommt, nicht an seine Leute heran darf. In Malachi 3 steht ein herausragendes Wort, wo Gott sagt, ich mache einen Unterschied zwischen denen, die mir dienen und denen, die mir nicht dienen. Und die meine Leute bewahre ich. Wir erinnern uns an den Propheten Elia mitten in der Hungersnot. Da kommt er an den Bach Krit und Gott schafft es, dass Lieferando erfunden wird. Die Raben kommen und versorgen ihn. Was für ein unglaubliches Bild. Mitten in dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit hat Gott für seine Leute Schutz und Segen. In der Kirchengeschichte gibt es dieses großartige Beispiel der ersten Christen. Der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea schreibt es 339 nach Christus. Er berichtet, dass die Jerusalemer Christen, als es im Jahr 66 nach Christus diesen jüdischen Aufstand und dann die römische Vergeltung gab und Jerusalem zerstört wurde, da hatte die erste Gemeinde prophetisch schon gehört, sie soll die Stadt verlassen und sie zogen nach Pella am östlichen Ufer des Jordan und sie waren bewahrt. In meiner eigenen Familie hat das mein Großvater immer wieder erzählt, wie er einen Traum hatte dort in Ostpreußen im Oktober 1944 und Gott zu ihm sagte, er soll den Wagen anspannen, alles draufladen, was geht und sie sollen aus ihrer Heimat rausgehen, denn tatsächlich würden die russischen Truppen kommen und das Land übernehmen. Das wollte und konnte damals niemand akzeptieren und bei Nacht und Nebel flohen sie tatsächlich und sie hatten recht und sie wurden bewahrt. Im Psalm 94, Vers 13 sagt die Bibel, glücklich der Mensch, den du belehrst aus deinem Wort, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. So Gott sagt, Gott will dich vor den bösen Tagen bewahren. Lukas 21, Vers 36, dort heißt es, wachet und betet zu aller Zeit, damit ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sagt, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Ich bin in der Zeile verrutscht, 1. Thessalonicher 1, Vers 10, und seinem Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und noch eine Stelle aus 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Gericht bestimmt, sondern zum Erlangen der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer das letzte Buch der Bibel liest, die Offenbarung, wo Jesus nochmal die letzten Zeiten beschreibt, der wird entdecken, dass ab Kapitel 4 bis Kapitel 19, also während der gesamten Zeit der Trübsal, die Gemeinde verschwunden ist. Warum? Sie ist entrückt. Jesus holt seine Leute heim. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Gedanken verstanden haben, dann merken wir plötzlich, dass so viele Spekulationen darüber, wann kommt und wie wird das antichristliche Reich sein, werden wir kaufen, verkaufen können, die Zahl des Tieres, muss man die nehmen, muss man die nicht nehmen. Ihr Lieben, wir werden entrückt sein, wir sind gar nicht da. Diese sieben letzten Jahre mit all ihren Erscheinungen und Folgen und dem, was da passiert, wird die entrückte Gemeinde gar nicht mitmachen. Wir werden in der Gegenwart Gottes sein. Deshalb sagt die Bibel, hey, wach,
sei dabei. Wenn die Entrückung kommt, verpass ja nicht diesen Moment, damit du nicht in die Trübsalzeit gehen musst. Jesus gibt den Rat und sagt, lasst euch nicht erschrecken, sondern erhebt eure Häupter, denn eure endgültige Rettung ist nahe. Weil die Christen um diese unglaubliche Hoffnung, um diesen guten Plan Gottes wussten, deswegen haben sie gebetet, komm, Herr Jesus. Und das möchte ich dir sagen, in all den Turbulenzen, die gerade sind und all den mehr oder weniger spannenden Meinungen und Verschwörungstheorien, du darfst wissen, der nächste Termin ist die Entrückung der Gemeinde Jesu und da solltest du dabei sein. Und du solltest das wissen, das Beste kommt noch und es gehört dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Deshalb freu dich auf das, was Gott tun wird, auch in diesem Jahr. Freu dich, dass Gott mit dir zusammen Geschichte schreiben wird und nutz die Zeit, die der Herr dir gibt, um sein Evangelium rauszubringen und so viele wie möglich mit dieser Liebe Gottes zu berühren. Das Beste kommt noch. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.